Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der Endenmarsch am Freitag. Jo, ich habe mir jetzt nochmal den MF eben einmal geschnappt, weil der stand noch beim Heutrock, ne? Den werde ich jetzt vergessen hier noch wegzufahren. Ich habe aber gerade tatsächlich noch mal geguckt. Wir können ja wieder Grasmission machen. Es ist ja wieder der oder sind jetzt ja wir sind ja im Märzmonat. Da können wir schon wieder Gras mähen. Das hat wieder nicht funktioniert. Und da habe ich schon gerade. Oh, da habe ich gerade eine Mission gesehen. Also eine Grasmission. Eieiei. Wir bleiben einfach jetzt mal in diesem Schlepper. Wir gucken mal. Ne? Feld 9, 14. 18, 25. Alles noch harmlos, ne? Oh, gut, da unten, da fängt's an, ne? Ah, die 45 ist schon wieder. Eins. Scheiße, was war das jetzt überhaupt? War das jetzt Heu oder Gras? Naja, gut, egal. Ja, ich würde sonst sagen. Wo muss denn das hin? Tierbedarfshandel. Okay. Und welche ist denn die noch am nächsten dran hier? 41, ne? Das ist wieder Silage. Obwohl, nee, könnten wir trotzdem machen. Die mit annehmen. Weil wir haben ja zwei Pressen. Wir haben ja die, ne? Rundbandpresse und auch die Quaderbandpresse. Ich würde dann tatsächlich den MF hier die Rundbandpresse dran machen. So, dann wenn wir den jetzt eben einmal kurz zwischenparken. Oh, wir können auch den hier nehmen für die Presse oder für die andere Presse. Ich glaube, den hatten wir auch schon lange nicht mehr unterwegs, ne? Ich würde aber jetzt sagen, den Meer würde ich dann glaube ich erst zur ähm, 41 schicken, weil da kann ich auf jeden Fall die Presse so hinterherfahren lassen. Ah, sogar gleich das richtige Fahrzeug erwischt. Das ist doch schon mal schön.
So. Dann schicke ich den mal eben schon mal zu 41. Das müsste dann da drin sein. 41. Genau, und du kannst dann quasi eigentlich hinterher. Ich hoffe, mein Plan geht auch so auf, dass erst der Mehl ankommt und dann die Presse. Schauen wir mal. Ah, siehst du, da habe ich schon mal, naja, schon mal Schwein gehabt. Hey, jetzt muss ich eben überlegen, wir nehmen dann noch den hier. Genau, wir nehmen den hier, da basteln wir dann gleich nochmal in den Spanner dran. Und den kleinen 300er, da machen wir einen Wender ran. Es passieren komische Dinge. Sehr, so extrem habe ich es jetzt aber schon länger nicht mehr gehabt. Sehr, vielleicht muss ich echt mal das System einmal wieder neu. Hat sich wahrscheinlich schon wieder zu viel Datenmüll angesammelt. Ich meine, man kann zwar auch löschen, aber alles kriegst du eh nicht raus. Dann macht es manchmal mehr Sinn, einmal alles neu installieren oder nicht, ne? So. So, jetzt muss ich noch mal gucken. So, dann das Bodenprobengerät klappen wir, glaube ich, erstmal eben ein, ne? Ich weiß gar nicht, warum der hier ausgeklappt steht. So, wenn da dran. Quasi ist der jetzt eigentlich auch der erste, der losfährt. Obwohl 41 ist da Platz oder wäre da Platz? Wir hätten natürlich jetzt auch noch das zweite Mähwerk hier stehen, ne? Dann würde ich doch sagen, ich habe die Nummer vergessen. Welche Nummer war das denn? Also 45. Tauschen wir mal eben die Schlepper durch. Gehen mal hier rein. Bauen mal eben die Presse wieder ab.
jetzt wieder so eine Frage. Da steht natürlich andersrum da drin. Aber den hier weiß ich auf jeden Fall, ne? Da kann ich die Mähwerke dran machen. Das läuft. Ich hatte nämlich gerade nämlich gesehen, dass der Deutz nämlich da auch steht, aber ich glaube, der ist da, glaube ich, ein bisschen zu schwach. Glaube ich. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich meine, wir könnten jetzt auch noch hier, können wir natürlich auch noch, ne? Der 40 hier abnehmen, aber wenn wir mal ein bisschen, aber mal gar nichts zu tun hätten, ne? Kann man immer noch sagen, komm, jetzt pushen wir da mal rüber. Also bei dem hier müsste das jetzt ja eigentlich funktionieren, ne? Aber das machen wir eben gleich. Wir fangen mal so rum. Ich werde jetzt mal eben einmal zu dem da ist er. Dann klappen wir aus den Hocker. Oder halten wir sogar hier eine 41. Da. Doch, das müsste der sein, ne? Ne, ich bin jetzt verkehrt, ne? 45 muss er dann sein. Jetzt kann ich natürlich den Bus nicht laden, weil noch einer drin ist. Wo bin ich jetzt hier? Na, so geht doch. Wo fängt denn der jetzt an? Irgendwo wahrscheinlich. Ich habe das wahrscheinlich mal so gebaut, dass hier. Ja. Ja, jetzt baut er sich zwar wieder zusammen, aber egal. Machen wir das mit dir genauso. Also. Ich bin ja echt fasziniert, ne? CP so anstellen kann. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt schon ansetze oder ob ich noch ein Momentchen warte. Es ist natürlich jetzt. Oder fährt er genauso langsam hinter ihm her? Obwohl ich meine, wenn ich jetzt in derselben Bahn fahren und jetzt der Meer jetzt noch am Ausklappen ist oder sonstiges, ich glaube, er wartet. Aber wir haben das mit der Zeit auch wieder geschafft. Dann würde ich einen Deckel drauf machen
Moment. Der sah gerade anders aus, ne? Ich habe schon wieder, ne, gedacht hier, ne, jetzt funktioniert die Scheiße hier schon wieder nicht. Aber es läuft. Gut, dann machen wir jetzt einen Deckel drauf. Alles klar, ich sage wieder danke fürs Zugucken und gerne bis morgen. Haut rein. Ciao, ciao.